Leute, gestern ist das Unglaubliche passiert. Der Bushido-Arafat-Strafprozess vor dem Landgericht ist tatsächlich vorbei. Nach der Trennung der beiden in 2017 gab es mehrere Treffen, eines davon am 18. Januar 2018, und dieses sollte dann für den Prozess sorgen, denn Bushido sagte später gegenüber der Polizei, er sei bei diesem Treffen eingesperrt, bedroht, erpresst und angegriffen worden. Aufgrund der Aussagen von Bushido startete dann im August 2020 der Prozess gegen Arafat und drei seiner Brüder, bei welchem es um die Vorwürfe schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, Nötigung und gefährliche Körperverletzung ging. Bushido war hierbei sowohl Nebenkläger als auch Hauptzeuge, welcher viele, viele Tage vor Gericht aussagte. An anderen der mehr als 100 Verhandlungstagen waren dann unter anderem auch Samra, Shindy, Ali Boumaier, Flair, K1, AK außer Kontrolle, Lars und im Zeugenstand. Schlussendlich hatte die Staatsanwaltschaft vor kurzem mehr als 4 Jahre Haft gefordert, die Verteidiger wiederum forderten einen Freispruch, und tatsächlich wurden nun gestern Arafat und seine Brüder freigesprochen. Also fast komplett. Wegen der ganzen Vorwürfe, wegen denen der Prozess gestartet hatte, also alles, was dort im Büro Bushido angeblich gegenüber passiert sei, wegen all diesem gab es Freisprüche. Arafat bekam aber dennoch eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu 900 Euro, also insgesamt 81.000 Euro. Das bezieht sich aber nur auf illegale Aufzeichnung von 13 persönlichen Gesprächen. Dieses Aufnehmen hatte Arafat dann gegen Ende des Prozesses auch zugegeben. Schlussendlich kann man also eigentlich schon sagen, bezogen auf diese ganzen Bushido-Sachen gab es Freisprüche. Und was man dann dort von gestern aus dem Gerichtssaal so alles lesen kann, das hat's schon in sich. Aber kurz. Jedes Wochenende im Club Flaschen saufen und mit Pulver auf Klo verschwinden? Stopp! Pack dir lieber mal Pulver ins Wasser. Mit Protein. Proteinpulver von Sec Plus. Egal ob Whey Connection, Whey Isolat, vegan oder nicht, bei Sec Plus ist alles am Start. Und mit Web10 gibt's auch noch 10%. Na komm. Nachdem dann nun gestern das Urteil verkündet wurde, gab es natürlich einen riesigen Haufen an Schlagzeilen, und in den ausführlicheren Berichten hiervon können wir dann auch erfahren, was hinter diesem Urteil denn steckt. Denn so ein Urteil wird ja nicht vom Richter einfach nur rausgehauen, sondern natürlich auch begründet. So sah der Richter beispielsweise beim Vorwurf der räuberischen Erpressung bei Arafat offenbar mindestens keinen Vorsatz. Denn hier müsste man ja mit Drohung oder Gewalt versuchen, etwas zu bekommen, was einem nicht zusteht. Erpressung. Der Richter aber sagte, dafür hätte Arafat ja mindestens auch wissen müssen, dass er keine Ansprüche gegenüber Bushido habe, weil etwas, auf was man einen Anspruch hat, das kann man ja nicht mit Erpressung rauskriegen. Da gibt's einfach keine Erpressung, vielleicht Körperverletzung, aber halt keine Erpressung. Bushido aber habe selber vor Gericht ausgesagt, dass er davon ausgegangen sei, Arafat etwas zu schulden. Gestritten habe man sich lediglich um die Höhe. Somit habe auch Arafat davon ausgehen können, einen Anspruch zu haben, und somit scheide die räuberische Erpressung schon einmal aus. Quasi dasselbe gilt dann wohl auch für den Vorwurf der Freiheitsberaubung, denn auch hier hätte man Arafat irgendwie nachweisen müssen, dass er gewusst habe, dass Bushido das Büro angeblich verlassen wolle. Ein Zeuge habe aber ausgesagt, bei dem Treffen im Büro Bushido angeboten zu haben, ihn nach draußen zu begleiten, und Bushido habe das abgelehnt. Von daher könne Arafat also offenbar nicht unterstellt werden, gewusst zu haben, dass Bushido das Büro verlassen wolle. Also auch keine Freiheitsberaubung. Und generell bezogen sich alle Vorwürfe ja auch immer nur auf die Aussage von Bushido. Es ging daher hauptsächlich auch um dessen Glaubwürdigkeit, und an dieser hatte der Richter offenbar so ein bisschen Zweifel. So soll er beispielsweise beschrieben haben, dass Bushido nach der angeblichen Auseinandersetzung in diesem Büro erstmal in den Urlaub geflogen sei. Es dann nach seiner Rückkehr noch mehrere Treffen mit Arafat gegeben habe, wo man auf Augenhöhe miteinander verhandelt habe. Bushido habe sogar bei einem Treffen in einem Restaurant verneint, von Arafat geschlagen worden zu sein. 3 Monate nach dem Bürotreffen habe er dann seinem Anwalt von einem Streit mit Arafat erzählt, den angeblichen Angriff hier aber immer noch nicht erwähnt, und erst dann irgendwann sei Bushido zur Polizei gegangen und habe dann davon berichtet. Dies sei für den Richter nicht nachvollziehbar. Auch seien Bushidos Aussagen dann teilweise identisch in einem seiner Dokumentationen zu hören gewesen, was darauf schließen lasse, dass das alles gut vorbereitet und durchdacht gewesen sei, und generell gäbe es bei Bushido theoretisch Motive für eine überzogene Aussage. Beispielsweise um dann in den parallelen Zivilrechtsstreitigkeiten, in denen es um viel Geld geht, irgendwie besser dazustehen, bessere Chancen zu haben. Ebenfalls soll der Richter gesagt haben, dass auch die Schilderungen von Bushidos Frau teilweise widersprüchlich gewesen seien. Beispielsweise sei Bushido mal mit einer Wasserflasche geschlagen und mal beworfen worden, und generell sei bei Bushidos Frau eine überbordende Belastungstendenz festzustellen gewesen. Also ist wohl die Frage, ob ein Zeuge einfach nur aussagt, was er gesehen hat, oder ob es ihm irgendwie darum geht, jemanden besonders zu belasten und deshalb die Aussage vielleicht krasser ausfällt.
Bushidos Frau habe beispielsweise vor Gericht gedroht, Arafat und Co. in den Knast zu bringen. Und dies sah der Richter dann offenbar als Indiz für so eine überbordende Belastungstendenz. Dies alles und wahrscheinlich noch mehr, was Stand jetzt noch nicht in den Presseartikeln steht, führte dann zu einem Freispruch für die Angeklagten in den Hauptpunkten, also in allem, was sich nur auf Bushidos Aussage stützte. Oberstaatsanwältin Leister soll dann anschließend gesagt haben, sie sei nicht überrascht, aber enttäuscht und werde eine Revision anregen. Es könnte also vielleicht noch einmal in eine kleinere zweite Runde gehen, wo aber nur auf Rechtsfehler überprüft wird. Und währenddessen laufen ja auch noch weitere Zivilverfahren zwischen Bushido und Arafat, sowohl um Einnahmen aus der Musik, beruhend auf einem Managementvertrag, wo sich auch gefragt wird, gibt's den überhaupt, ist er nichtig, aber auch abseits davon um gemeinsame Immobilien und so weiter. Kurz nach dem Urteil zeigte sich dann beispielsweise Ali Boumaier mit Flair im Auto und da schien schon, sagen wir mal, gute Laune zu herrschen. Abschließend wurde dann noch ein wenig mit Arafat rumgescherzt. So Leute, wir waren gerade bei Gericht. Arafat Freispruch. Flair, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Mit so Sprüche, die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ja, sowas. Und der, ja, geil. Freiheit für Dings. Freiheit für alle unterdrückten Araber-Clans. Hey! Ja, was sagt man denn dazu jetzt? Warte mal, es kommt gleich. Ah! Der Eiri. Komm, aber schnell. Anzeige geht raus jetzt hier. Und auch Flair selbst reagierte, indem er eine Bildschlagzeile zum Urteil postete mit der Caption Aufgewacht und einer Markierung von Bushido und Peter Rosberg. Es bleibt jetzt also mal abzuwarten, was wir in den nächsten Tagen noch alles so vom Prozess erfahren. Irgendwann müsste dann ja auch wahrscheinlich die Urteilsbegründung in voller Länge mal einsehbar sein. Und am Sonntag gibt es dann ja auch noch den neuen Bushido Marvin Podcast, wo dieses Urteil wahrscheinlich dann auch ein Thema sein wird. Es bleibt also weiterhin spannend und bis dahin, haut da rein. Wer kommt, der kommt. Wer nicht kommt, ist nicht gekommen.